Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es einen Haul. Ich habe was bestellt und da ist noch was bei, was ich nicht bestellt habe, weil mein Mann mich überrascht hat und ich nehme euch da jetzt mit und lasse euch da einmal dran teilhaben an dieser Überraschung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Aber darum soll es prinzipiell gar nicht gehen, sondern es geht jetzt um den Haul. Okay, womit fange ich an? Ich fange mit unspektakulären Sachen an. Einmal so eine Mappe, was ich damit vorhabe, was heißt vorhabe, was ich damit mache, werde ich euch zeigen. Das kommt aber in einem Extra-Video. Und das hat was mit den Disney-Malbüchern zu tun. Vielleicht kann der eine oder andere sich das schon denken. Es sind 60 leere Hüllen hier einfach drin. Ja, und das ist für die Disney-Malbücher am Ende des Tages. Okay, also nicht so spektakulär. Dann habe ich mir etwas bestellt, gleich zwei bzw. vier Stück davon. Schwupp, diese Kästen. Ich habe mich so gefreut, als ich das entdeckt habe. Ich war am Suchen, wo ich meine Distress-Farben reinpacken kann. Moment. Und zwar diese hier. Und es gab bei Amazon, das ist eigentlich von Craftelier, aber ich habe es bei Amazon bestellt, diese Kästen. Und ich hoffe, dass die was taugen. So. Ich verlinke euch natürlich unten wieder alles, falls da Fragen kommen sollten, dann könnt ihr da gerne selber noch mal schauen. So, Moment, so. Und da passen die perfekt rein. Guckt euch das an. Ich bin begeistert, also andersrum. So lagere ich sie halt immer. Perfekt, ja. Und die möchte ich, also da sollen die, also hier kommt dann noch die Farbe dran, die habe ich hier noch nicht dran gemacht. Und das möchte ich gern einen zumindest an meinem Schreibtisch stehen haben, weil da dann die Standardfarben rein sollen. Und die anderen, da kommen die Farben, die ich nicht so oft nutze, rein. Und habe dann dafür endlich auch eine Aufbewahrung. Da bin ich sehr froh drum. Bin ich wirklich sehr, sehr froh drum. Und wenn es einfach auch nur darum geht, zumindest die unterzubringen, die ich immer und immer wieder benutze. Ich gucke mal, ob da auch die anderen reinpassen. Andere, meine ich die hier mit, müssten doch eingucken. Ja, ich zeige euch gleich, welche ich jetzt hier ausprobiert habe. Den einen oder anderen seht ihr das? Könnte. Nee, das nicht. Okay, perfekt. Das heißt, zwei werden hier stehen wahrscheinlich. Ist natürlich nicht ganz so schön, aber es passt auf jeden Fall rein. Diese Lawthorn-Teile hier, das Memento passt rein, Archival Ink und aus Dazon passt auch rein. Also wunderbar. Versamark, das passt leider nicht rein. Einfach vielleicht nochmal interessenshalber für den einen oder anderen. Wie gesagt, es geht hauptsächlich darum, dass ich die am Schreibtisch gerne haben wollte. Gerade die, die ich immer nutze. Das ist ja mein Vintage-Foto. Das Schwarz habe ich auch immer hier liegen. Moment, ich greife mal rüber. Das Ground Espresso. Und auch Oilpaper. Das heißt, pass auf, wir machen das einfach mal. Ich würde sagen, dass das Vintage-Foto, das ist das, was. Entschuldigung. Was halb leer ist, das kommt nach unten. Das Vintage-Foto kommt nach oben. Danach würde ich Ground Espresso, Oilpaper und das Schwarz. So, und das bleibt auch am Schreibtisch auf jeden Fall. Bei denen muss ich noch gucken. Da habe ich eigentlich, die habe ich eigentlich in der Schublade. Da bin ich jetzt nicht ganz so oft dran, aber hier halt sehr, sehr oft. Das finde ich super. Das stelle ich mir erstmal hier hin. Und wie gesagt, die sind für die anderen, die ich nicht ganz so oft nutze, wo ich nicht immer dran muss, aber wo ich dann eine schöne Aufbewahrung einfach für habe. Wie gesagt, ich habe mir erstmal die bestellt, um zu gucken, ist das überhaupt was? Und ja, das ist was. Das darf bleiben. Übereinander kann man sie ausstellen. Ja, das ist auch alles kein Thema. Also, das ist wunderbar. Okay, ich packe das mal wieder weg. Und die lege ich mal hier hin. So, okay, dann geht es weiter. Ich habe mir dann noch das hier bestellt. Das sind große Taschen, die packen wir jetzt einmal aus. Dieses Geräusch. So, wie viele waren da drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 Stück. So, 10 große Taschen. Was will ich damit? In der Regel mag ich sowas nicht. Aber ich war am Überlegen, wie mache ich das? Zum Beispiel nehme ich jetzt das hier einmal dafür. Das ist ja ein Album, was wir gemeinsam momentan machen. So, jetzt ist das so, ich habe das eigentlich immer in diesen LP-Hüllen drin und das ist für mich wunderbar. Das Problem dabei ist aber,
Ich habe letztens eine, also ich habe da so einen blöden Tisch, da liegt immer alles drauf, was ich mit euch machen möchte. Und ich habe letztens eine da runtergenommen und dann, ui, einmal alles über den Boden verteilt. Und ich hoffe, dass das hiermit jetzt nicht passiert. Wir werden das einmal hier reinpacken, mal sehen, ob ich alles reinbekomme. Ich habe extra geguckt, dass ich so große Tüten habe. Was soll ich mit so kleinen Tüten? Meistens sind die Sachen groß, so kleine Tüten brauche ich nicht. Ja, und das passt hier wunderbar rein. Und die lege ich zur Seite. Ah, guck mal hier. Ja, so. Und da passt einiges rein. Dann passt das Buch dazu. So. Ich kann das zumachen, das ganze Projekt. Und kann mir das dorthin packen, wo ich Platz habe. Ich werde das in einem Regal verstauen, dass ich das so nebeneinander hinstellen kann und das dann einfach immer nur rausziehe, je nachdem, was ich dann machen möchte mit euch. Weil es ganz schlimm ist, wenn ich das da wirklich wenn ich das da irgendwo runterhole von dem Tisch da und mir das über den Boden verteile. Das muss nicht sein, da verknickt mir womöglich noch was oder so. Das ist mir immer zu schade. Dann deswegen durften die einmal mit. Ich finde das super. Man kann das auch gut im Schrank lagern, einfach hinlegen, übereinander, um wirklich die einzelnen Projekte irgendwie ja, zu verstauen. Wie gesagt, ich habe vorher die Folien gehabt. Ich war damit immer sehr zufrieden. Aber wenn ich dann so viele Sachen auf einmal habe, ist das dann blöd, wenn ich dann mal so eins da rausziehe irgendwo oder so. Daher die Taschen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Finde ich sehr gut. Bin ich sehr zufrieden mit. Das werde ich gleich auf jeden Fall umfüllen. Oder soll ich euch da mitnehmen? Soll ich euch das. Es ist ein kleines Chaos. Soll ich euch da mitnehmen? Lasst mich das wissen. Dann mache ich das heute noch nicht. Genau, ich mache das heute noch nicht. Warte einfach bis morgen. Ich gucke mal, was ihr drunter schreibt. Wenn ihr sagt, oh, nimm uns da bitte mit, dann nehme ich euch mit. Und ansonsten mache ich das dann morgen alleine. So, okay. Oder ich mache es doch einfach so. Ich gucke einfach mal. Ich hab auch hier jetzt gerade gar keinen Platz. Ich lege es hier drauf. Das wird schon halten. So. Das nächste. Dafür nehme ich noch mal was anderes im Bild. Und zwar den hier. Der hat für sehr viel Diskussion gesorgt. Sehr interessant, der Labelmaker, Embossing-Labelmaker von Action. Von, das ist halt Müll, bis für den Preis. Es ist doch in Ordnung. Also es war alles dazwischen und es wurde der heilige Gral angepriesen, und zwar dieses Gerät. Jetzt dachte ich mir, okay, es ist im Angebot bei Amazon, dann nimmst du es dir jetzt einfach mit, bestellst es und dann werden wir das testen. Ist das der heilige Gral im Gegenzug zu dem? Bin ich damit glücklicher? Bin ich damit unglücklich? Und die nächste Frage war, passen die Bänder aus dem Action in das Gerät? Und ich habe mir natürlich auch die passenden Bänder dazu bestellt. Auch die waren tatsächlich im Angebot. Auch das werden wir einfach mal vergleichen und dann werden wir gucken, passt das nicht, wie sieht das aus, wie sieht es schön aus, sieht es nicht so schön aus. Wir werden es herausfinden. Wir werden das gemeinsam herausfinden. Nicht jetzt, dafür machen wir ein extra Video, ist ja klar. Sonst sprengt das den Rahmen hier, dieses Video. Und dann werden wir gucken, ist das der heilige Gral bei diesen Geräten oder ist es das nicht. Wie gesagt, das hat 5 € gekostet und ich bin damit sehr fein eigentlich gewesen. Gucken wir mal, gucken wir mal. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Das will ich auf jeden Fall selber auch herausfinden. Ja, dann kommt das, was mein Mann mir bestellt hat, von dem ich nichts wusste. Wie gesagt, das hatte ich mir jetzt alles bestellt und mein Mann meinte, er macht mir eine Überraschung. Und das hat er wirklich gemacht, weil ich hätte es niemals bestellt, also nicht in der Menge. Und zwar hat er mir. Ich habe ja dann immer in meinem Warenkorb die Sachen auf meiner Merkliste. Und er wusste oder weiß, dass ich momentan so sehr diese Disney-Bücher feiere und ich liebe. Er hat mir meine restlichen Tuli-Stifte bestellt, die mir fehlten. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir haben auch, es ist jetzt nicht, also es gibt auch einen Grund, warum, den möchte ich jetzt hier aber nicht nennen, warum, wieso, weshalb. Das hat er mir dann gesagt, er hat mir das ein bisschen früher geschenkt. Nein, ich habe keinen Geburtstag. Ja, ich habe mich riesig gefreut. Ich freue mich auch immer noch. Ich bin auch ein bisschen sprachlos eigentlich. Und ja, ich habe mich tausendmal bedankt, das ist natürlich klar. Und ich freue mich immer noch wie ein Cola-Keks und jetzt kann ich richtig loslegen damit. Ich kann jetzt mit den Farben richtig loslegen. Ich werde die swatchen.
die Videos des Swatchens werde ich immer so nach und nach immer mal dazwischen geben, aber ich werde die alle auf einmal swatchen und dann werde ich diese Videos dazu vordrehen tatsächlich und euch dann natürlich in den Swatch-Ergebnissen daran teilhaben, weil ich weiß, dass einige ganz gerne wirklich sehen wollen, wie die Stifte von den Farben her sind. Und die, ja, die wir schon geswatcht haben, die waren ja wirklich wunderschön. Und jetzt habe ich die jeweiligen Farbfamilien noch und das Standardset. Ich bin sehr froh. Es gibt die alle nochmal in 3,0 mm. Ich habe die 0,7 mm. Ich wollte erstmal die kleinen als wie die großen, damit ich auch kleine Flächen direkt ausmalen kann. Klar, für große Flächen wären die großen natürlich wesentlich angenehmer. Aber ja, so ist es jetzt erstmal und ich bin, ja, vielleicht hört es, ich weiß es nicht. Ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut und wollte euch daran teilhaben lassen. Jetzt gibt es aber noch was, was ich mit euch teilen möchte, weil ich bin gefragt worden, ob ich doch mal das Diamond Painting von gestern zeigen kann. Na klar kann ich das nochmal zeigen, weil jetzt ist es getrocknet. Das ist der trockene Zustand. Jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwie Schatten drauf wirft oder so und es sieht genauso aus wie vorher. Ich bin ja nochmal mit diesem Latex-Bindemittel gehe ich ja immer nochmal drüber, damit die Steinchen bleiben, wo sie sind. Und ja, das ist das Endergebnis und so sieht das getrocknet aus. Ich versuche das mal so ein bisschen. Ich muss tatsächlich sagen, in der Kamera kommen die Farben nicht im Ansatz so rüber, wie sie wirklich im Real sind. Sie sind wirklich schön. Es glänzt schön und das hat jetzt einen Platz auf meinem Regal gefunden. Ich fand das sehr, sehr schön. Ich mag es sehr, sehr gerne. Das ist ja vom Action, das Bild. Und ja, das kann ich euch nochmal verlinken. Das hier, wie gesagt, das ist vom Action. Und alles andere findet ihr wieder in der Infobox. Von daher, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Wenn ihr vielleicht sehen wollt, was in den Taschen reinkommt, was ich mit den Tuli-Stiften mache oder so, dann lasst gerne das Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Video.